Wunderschönen guten Tag, Shane DSG TV Reviews und willkommen zu einer neuen Folge Shane Shoppt. Und ich werde zweimal shoppen, heute und morgen, aber ihr werdet das alles in einem Video sehen, nur um das klarzustellen, dass ihr nicht verwirrt seid, warum dies und warum das. Es geht los. Ja. Ich habe geholt. Was ist das? Ist da Staub drin oder was? Doritos Tangy Cheese oder so ähnlich. Ey Freunde, ohne Scheiß, ohne Cheese, die kosten fast 5 Euro. Das ist ein Supermarkt. Alter. Ja, ich habe morgen Geburtstag, also während ich das hier gerade aufnehme, also mein Geburtstag ist schon vorbei, wenn ihr das seht. Ich habe morgen Geburtstag, deswegen Geburtstagspappteller und Geburtstagspappbecher. Genau, so. Dann. Nachitos, Alter, die sind geil. Nacho, Käse, Chips in so mini-runder Form, ungefähr so groß. Reingeguckt. Macht man das noch? Ist das noch witzig, oder? Ja, Nachitos. Mega nice. Wenn es mal schnell gehen soll, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich wollte das eigentlich mal probieren. Carbonara Instant Nudeln. Noch nie gesehen, Digga. Habe ich, glaube ich, aber auch schon mal ausgepackt irgendwo, aber nie gegessen. Hier sind ja irgendwo. So, wisst ihr wie? Ja. Burger Buns. Ein bisschen zerdrückt, aber naja. Das kommt sowieso alles im Magen zusammen, weil ich möchte nämlich auch grillen. Ihr seht ja, es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen Platz. Und ja, ich möchte ein bisschen grillen und so weiter und vielleicht auch einen Stream machen. Ich weiß nicht, das Wetter ist gerade echt schlecht geworden. Und wir sind auch weiter, immer noch, wer hätte sich das gedacht. Es wird sich auch nicht ändern. Ist nichts? Nachricht, okay. Italienische Überraschungseier. die werden wir mal reviewen, oder? 3 ist immer so eine lustige Zahl, oder? 3 italienische Überraschungseier, ich bin mega gespannt. Was ist das Spielzeug anders? Ich habe keine verdammte Ahnung. Brot, ja, bloß so ein bisschen für Frühstück. Die ist das. Ein bisschen Brett. Ist das Gift? Von Vergiften oder was? Ja, ich habe übrigens bestellt im World Market. Sorry, wenn ich das nicht gesagt habe. Aber jetzt wisst ihr es. Es gibt Fonzies Original, sieht so aus wie so. Käse, Pommes oder so. Kaum überlegt mal, ich habe jedes Shane Shopped, was ich gemacht habe oder was ich auch so bestellt habe. Das habt ihr natürlich nicht alles gesehen, was ich immer bestellt habe. Aber kaum bist du hier im Rich Villa Viertel unterwegs, kriegst du Geschenk dazu. Und Cashback habe ich auch irgendwie schon wieder bekommen. Das verstehe ich auch nie, warum. Keine Ahnung. Ja, habe ich mir gegönnt hier. Ein Hardcore-Koffer voll Ferrero Rocher. Mega. Crazy. Das ist ein Brett. Wie viel sind das? 3, 5. 15, 30 Stück. 30 Stück Ferrero Rocher. Eine italienische Fanta Zero, über die man sich immer noch streiten kann. Jetzt im Licht sieht die natürlich ein bisschen orangener aus als sonst, aber die sieht verdammt grau aus. Kann man das mal so ein bisschen... Oder? Verdammt grau. Aber italienische Flagge drauf. Die ist das. Orangen-nass. Keine Ahnung. Der darf nicht fehlen. Monster Energy muss auf jeden Fall kicken. Energy muss am Start sein. Duplo. Alter. Das ist dieses Duplo mit Nuss. Das ist das beste Duplo ever. Besser als diese langweilige, längste Praline der Welt. Das ist das richtige, vernünftige, nice Duplo. Was meiner Meinung nach fast Kinder Bueno schlägt. Wenn Kinder Bueno eine Nuss drin hätte, Digga, wäre das einfach Luxus. Ich mag das, wenn da noch so ein bisschen, ja, was zum Klammern drin ist, wisst ihr, wie ich meine? Digga, ratet mal den Preis. 3, 2, 1, 5,49 €. Was ist denn los? Warum bin ich denn hier und bin ich heute Fame oder was? Hol dir das steht da wirklich. Prime? Ist das von Logan? Ist das das? Ist das...
Bruder, ich hab immer lautlos normalerweise. So. Prime? Ist das von Logan Paul? Von Paul Logan, wie ist das? Keine Ahnung. Ich hab's nicht bloß, aber ich hab keine Ahnung. Jo, getrocknete Ananas, aber sieht ziemlich feucht aus. Es ist feucht, das ist gar nicht getrocknet. Wie wirklich? Da steht doch dried, oder? Ne, Pineapple. Oh, es ist gar nicht dried. Aber da stand dried. Soft Fruits. Ich weiß nicht, was die für einen Prozess durchmachen, um dann so haltbar zu sein. Naja, gesund kann es glaube ich nicht sein. Aber es kann auch nicht wirklich ungesund sein, weil sowas ist ungesünder. Versteht ihr, wie ich meine? Hack. Ja, ich habe mal Hack geholt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich werde das eh nur braten. Kochen mit Shane kommt. Habe ich das erwähnt? Kochen mit Shane. Vielleicht sogar jetzt noch. Achso, naja. Ihr seht sowieso alles später. Gerne Main Channel abonnieren. Links in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Denn wir reviewen diese Wohnung. Ich muss mich dran gewöhnen. Diese Villa meine ich natürlich. Käseleit. Und Salami. Milano Salami. Digga. Kochen mit Shane muss man natürlich auch ein bisschen was dabei haben. Es wird jetzt nichts Krasses, aber ich wollte mal wieder so ein bisschen Comeback-mäßig einmachen. Ich habe mal wieder Lust drauf. Barilla Vollkornnudeln. Jo. Am Start. Dazu gibt es eine Soße. Heinz. Junge, auch fast 4 Euro oder so, Bolognese-Soße. Aber wie gesagt, wir sind hier auf Malta. Alles wird mit dem Schiff reingekarrt oder mit Flugzeug. Ihr müsst immer so ein bisschen das Ganze bedenken. Es kommt aus Großbritannien, es kommt sowieso europamäßig. Über mir praktisch. Auch Deutschland kommt viel her. Dies, das. Darcy Mais. Französisch? Ja. Ja. Französisch, das ist das, was ich meine. Frankreich, mein Dosenfutter, das kannst du ruhig rüber scheppern. Da passiert ja nichts. Und meine absolute Sucht derzeit, Pepsi Max. Pepsi Max Cherry ist übrigens noch besser. Noch mehr Chemie. Aber die gibt es leider nicht im World Market, die gibt es nur im Basic Foods, Food and Drink. Okay. Wir sehen uns im zweiten Teil der Shane Shop, und zwar in diesem Video, und zwar jetzt. It's Magic. Und willkommen zurück zu Teil 2 Shane Shop von der Außenseite. So, ich möchte heute ein bisschen Grillen mit Shane machen. Das ist wirklich ein bisschen frisch heute, aber naja, man kann es tun, sage ich mal. Wir haben zweimal Burgerfleisch und das wird heute gegrillt. Dann gibt es Made for Meat Burgersoße. Guckt euch das Ganze mal an hier. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Chipotle. Ist das scharf? Das klingt scharf. Ich weiß es nicht. Dann so ein bisschen Mixsalat. Ich bin zu faul, jetzt hier Salat zu schneiden, oder so habe ich so ein Fertigzeug genommen. Wir haben Kerrygold. Und es ist nicht viel, es ist wirklich nicht viel, weil, ja, warum auch? Ich habe schon so viel gekauft, so wisst ihr, was ich meine, und ich bestelle auch Essen, wie ist das? Ein paar Power Donuts. So Fitness-Donuts, die schmecken mega nice und die sind eine gute Alternative zur richtigen Schokolade, wie ist das. Und wir haben, wir machen gerade ein Review im Review praktisch, mehr oder weniger. Also es ist gerade, es kommt noch eine Review. Wir haben 6-mal, sieht man das, Prime. Da müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ist das das Prime von dem Logan? Ist das das? Ich habe auf jeden Fall 6 Sorten. Kommt ein Review, aber erst kommen die in den Kühlschrank. Freunde, das war Shane Shopped auf Malta again und wir sehen uns im nächsten Video. Es gibt Grillen mit Shane, dies, das. Alles auf dem Main Channel. Links in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Wir sehen uns. Bis dann. Danke, Shane. Und auf Wiedersehen. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein. Tschüss. Tschaußen.